Heute stelle ich euch 10 Filme vor, die ganz schön alt sind, aber heute noch immer so begeistern wie damals. Versprochen, wir liegen euch ja sonst eh immer in den Ohren und nerven euch. Schaut mehr alte Filme. Oft müssen wir uns dann anhören, dass ihr versteht, warum die Filme so legendär geworden sind und so einen großen Impact hatten. Aber dann müssen wir uns auch immer anhören, dass sich die Filme irgendwie altbacken anfühlen oder zäh wie Kaugummi sind. Heute stelle ich euch deswegen 10 Filme vor, bei denen ich glaube, dass es nicht der Fall ist. Filme, die noch immer spannend sind und Filme, die vor dem Jahr 1960 veröffentlicht wurden. Natürlich ist das eine ganz, ganz persönliche Liste und ich habe auch nicht so viele Geheimtipps, aber immerhin bin ich jemand, der alte Filme liebt und ich hoffe, dass ich euch mit dieser Liebe anstecken kann. Und damit ein herzliches Willkommen hier auf Cinema Strikes Back. Der Name Stanley Kubrick dürfte vielen ein Begriff sein. Legendäre Filme wie Uhrwerk Orange, 2001 oder Full Metal Jacket stammen von ihm. Es gibt in seiner Filmografie aber einen deutlich kleineren Film, einen Film noir, den die allermeisten nicht gesehen haben, der meiner Meinung nach aber völlig unterschätzt ist. The Killing, der ist gerade mal 84 Minuten lang. Darin kommen 5 Männer zusammen, um einen Raub auf eine Pferderennbahn zu planen. Stanley Kubricks geniale Einfälle in der Bildgestaltung, die sieht man schon hier. Die Geschichte wird auch in nicht chronologischer Reihenfolge erzählt, also hin und her zeitlich. Deswegen sei Quentin Tarantino angeblich für Reservoir Dogs und Pulp Fiction von genau diesem Meisterwerk inspiriert worden. Ein weiterer Klassiker, der viele moderne Filme inspiriert hat, ist Alfred Hitchcocks Das Fenster zum Hof. Die Handlung wurde immer wieder parodiert. Es geht um einen Fotografen, der sich mit einem gebrochenen Bein in seiner Wohnung langweilt. Als er mit einem Fernglas und einem Teleobjektiv seine Nachbarn ausspioniert, gelangt er zur felsenfesten Überzeugung, dass einer von ihnen eine Frau getötet hat. Er beginnt auf eigene Faust zu ermitteln, weil ihm nicht mal seine Freundin glaubt. Es ist ein faszinierender Film, denn ich stelle die Frage, spiegelt der Fotograf nicht unser eigenes Kinoerleben wider? Ist die Leinwand nicht unser persönliches Fenster zum Hof? Jedes andere Fenster im Hof öffnet dem Fotografen nämlich eine neue Geschichte und neue Emotionen. Viele moderne Filme geben euch in ihrem Anfang im ersten Akt einen Ausblick darauf, was am Ende im dritten Akt passieren wird. Das Ende spiegelt immer den Anfang. Man sieht, wie Figuren sich weiterentwickelt haben, sie sterben oder sie kehren sogar zu ihrem früheren Ich zurück. Sunset Boulevard ist sogar ein Film, der gleich mit seinem Ende beginnt. Der Erzähler des Films liegt tot in einem Pool. Und dann erfahren wir aus dem Jenseits, was mit ihm passiert ist. Er war mal ein heruntergekommener Drehbuchautor. Er landet zufällig im Anwesen einer schrulligen Stummfilm-Diva. Ihre Zeit ist völlig abgelaufen, aber als sie erfährt, dass er Drehbuchautor ist, bittet sie ihn, eine ihrer Geschichten zu bearbeiten. Sie ist überzeugt davon, dass ihre große Rückkehr bevorsteht, ihr Comeback. Eine irre Geschichte spielt sich ab, die sich über ganz Hollywood lustig macht. Und dass man gleich zu Beginn erfährt, dass der Erzähler aus dem Jenseits zu uns spricht, macht die Geschichte erst so richtig spannend. Ganz genau wie Sunset Boulevard dreht sich Der dritte Mann um einen erfolglosen Autor. Es geht nämlich um Holly Martins, einen verarmten Autor von Wildwestromanen. Er lebt in Wien, Österreich, nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Stadt ist von den Siegermächten aufgeteilt. Als sein bester Freund unter mysteriösen Umständen stirbt, rät ihm ein ziemlich machtvoller Mann, die Stadt zu verlassen. Holly Martins aber beginnt zu ermitteln und vermutet eine große Verschwörung, denn es gibt einen unbekannten, mysteriösen dritten Mann. Das gesamte Setting des Films in der Wiener Innenstadt gibt diesem Film noir eine einzigartige Atmosphäre. Und ihr merkt es wahrscheinlich schon, ich persönlich bin dem Film noir total verfallen. Der dritte Mann hat aber auch wirklich unvergessliche Bilder und eine ziemlich vertrackte, interessante Geschichte. Metropolis von Fritz Lang ist einer meiner ewigen Lieblingsfilme. Der Film hat es trotzdem nicht in diese Liste geschafft, denn ich habe mich für einen anderen entschieden, den ich euch empfehlen möchte. Denn als Fritz Lang seine Arbeit an Metropolis fertigstellte, machte er sich an einen anderen Film, der genau wie Metropolis Filmgeschichte schrieb. Die Rede ist von M, eine Stadt sucht einen Mörder. In diesem Film merkt man schnell,
wie sehr M die ganze Filmwelt beeinflusst hat. Die Inszenierung des Kindermörders, der in einer Gasse vor sich hin pfeift, hinterlässt noch heute ein schauriges Gefühl. Der Film spielt noch immer mit unseren tiefsten Urängsten und mittlerweile gibt es sogar eine moderne Serie zu dem Stoff. Der Zauberer von Oz ist in den USA der Kultfilm schlechthin und sogar Teil des Weltdokumentenerbes der UNESCO. Das Filmmusical zeigt uns Dorothy, die von einem Wirbelsturm erfasst wird und in das magische Land Oz weht. Die Produktionskosten des Films waren für die damalige Zeit immens. Für eine Szene wurden sogar 124 kleinwüchsige Schauspieler und Schauspielerinnen gecastet. Am imposantesten aber waren die Kontraste zwischen dem alltäglichen Leben auf der Farm in Kansas, die waren nämlich schwarz-weiß, und dann den ersten Szenen in Oz. Denn dort wechselt der Film zu einem damals brandneuen Farbverfahren. Die Bauten, die Zeichnungen und die ganze Farbgewalt von Oz nach diesen schwarz-weißen Szenen in Kansas, das hinterlässt immer noch einen magischen, guten Eindruck. Der gelungenste Gag in Iron Sky ist wohl, dass Der große Diktator als bester Kurzfilm aller Zeiten gefeiert wird. Charlie Chaplins Meisterwerk ist nämlich in Wahrheit eine Satire und stellt sich gegen Adolf Hitler und das Dritte Reich. Und weitergedacht auch gegen den Faschismus und den Militarismus im Allgemeinen. Chaplin spielt darin sowohl Anton Hinkel, den Herrscher der fiktiven Nation Thomanien, als auch einen jüdischen Friseur, der Anton Hinkel zum Verwechseln ähnlich sieht und dann in einem irren Zufall auch wirklich mit ihm verwechselt wird. Es ist beeindruckend, wie Charlie Chaplin als Stummfilmstar diesen Talkie, also diesen Tonfilm, machte. Denn unvergessen bleibt seine bewegende Schlussrede, in der er sich für den Weltfrieden einsetzt. Der Film erschien 1940 und schon in dieser Zeit warnte Charlie Chaplin die Menschen davor, wozu das Dritte Reich in der Lage war. Bis heute ist dieser Antikriegsfilm, Der große Diktator, ein berührender und kraftvoller Film und das eben nicht nur wegen seiner Abschlussrede, denn auch die gesamte Comedy davor ist noch immer wahnsinnig witzig. Mit Psycho erfand Alfred Hitchcock mal ebenso den Slasher und legte den Grundstein für Filme wie Scream. Legendär ist nämlich die Duschszene, die für einen atemberaubenden Twist sorgt. Twist ist bei diesem Film eh das magische Stichwort. Geht man völlig unvorbereitet in den Film, wird man ziemlich überrascht sein, was der Film alles bereithält. Es geht um eine Sekretärin, die ihrem Arbeitgeber eine Menge Geld stiehlt, sie haut damit ab und kommt für eine Nacht in einem Motel unter, das von einem, ja, schrägen Muttersöhnchen geleitet wird. Psycho hat rein gar nichts von seiner Faszination verloren, damals wie heute. Wer uns schon länger kennt, dürfte schon mal von meiner Liebe zu Akira Kurosawa gehört haben. Der japanische Filmemacher hat unzählige Klassiker geschaffen und war auch eine wesentliche Inspiration für George Lucas und Star Wars. Ich habe viele seiner Filme gesehen und liebe sie und man könnte auch viele Filme von ihm weiterempfehlen, aber ich finde, keines seiner Werke ist besser gealtert als Die Sieben Samurai. Die Handlung wird man wiedererkennen, denn sie wird immer wieder nacherzählt oder neu aufgelegt. Es geht um ein hilfloses Dorf, das immer wieder von Banditen ausgeraubt wird. Das Dorf engagiert deswegen sieben Samurai, die sich in einer gigantischen Schlacht gegen die Banditenhorde wehren. Der Film ist noch immer beeindruckend, spannend und wunderschön anzusehen. Liebt ihr Filme genauso sehr wie wir? Dann solltet ihr weitere Videos von uns gucken und am besten einfach gleich abonnieren. Einer meiner ewigen Lieblingsfilme ist und bleibt das Kammerspiel Die Zwölf Geschworenen. Kammerspiel, weil 99% des Films komplett nur in einem Raum spielen. Es geht nämlich um einen Mordfall, der glasklar zu sein scheint. Ein junger Mann hat ganz offensichtlich seinen Vater getötet. Es ist außerdem der heißeste Tag im Jahr, ein Baseballspiel steht an und 11 der 12 Geschworenen wollen so schnell wie möglich raus aus diesem stickigen Kämmerchen. Das geht aber erst, wenn ausnahmslos alle zu einer einstimmigen Meinung kommen. Denn Geschworener Nummer 8 ist noch nicht von der Schuld des jungen Mannes überzeugt und er kämpft um dessen Rechte. Denkt ihr vielleicht, dass es nicht spannend sein kann, wenn 12 Männer anderthalb Stunden lang in einem Raum über einen Mordfall quatschen? Glaubt mir, da liegt ihr falsch.
allein wie Nummer 8 gespielt ist, ist absolut faszinierend und der Film baut eine Spannung auf, die sich kaum in Worte fassen lässt. Wunderbarer Film, schaut ihn euch unbedingt an. Ich hoffe, dass ich ein paar Leuten da draußen zu ein paar älteren Filmen gebracht habe. Schreibt mir mal in die Kommentare, welchen Film ihr in dieser Liste auf Platz 1 gepackt hättet. Die Funk-Kollegen und Kolleginnen von Game 2 haben sich übrigens in einem Video gefragt, wer ist eigentlich die coolste Figur in einem Videospiel? Schaut das an oder checkt mal eines unserer letzten Specials aus. In diesem sehr persönlichen Video sprach ich über 5 Filme, die mein Leben verändert haben. Und vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back.